Ja, wieder einmal hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Reihe Forschen wie Karl Bosch mit Experimenten für zu Hause. Heute habe ich für euch vorbereitet, wie ihr mit Dingen aus dem Haushalt ein kleines Solarkraftwerk bauen könnt. Das ist kein Witz. Wenn ihr es richtig anstellt, dann funktioniert das am Ende sogar ganz gut. Man braucht zunächst ein Stückchen rechteckige Pappe, möglichst nicht zu dick. Dann nimmt man ein Stückchen Trinkhalm und schneidet an einem Ende durch einen schrägen Schnitt eine Spitze ab. Die muss richtig pieken, das ist wichtig. Dann klebt man diesen Trinkhalm mit der Spitze mit einem Stück Klebestreifen mitten auf das Pappstückchen. Das sieht dann so aus. Jetzt kommt eine leere abgewickelte Küchenhaushaltsrolle zum Einsatz. Die muss man ein wenig zuschneiden. Zwei Schnitte habe ich hier in dem einen Ende hineingeschnitten, zu dem Zweck, dass man hier das Pappstückchen anbringt, mit der Spitze nach außen. Das sieht dann so aus. Das andere Ende der Küchenrolle habe ich so bearbeitet, dass hier zwei kleine Dreiecke ausgeschnitten sind. Wozu das gut ist, da komme ich dann später noch dazu. Ja, das ist schon der Turm unseres Solarkraftwerks und jetzt braucht so ein Kraftwerk natürlich eine Turbine, damit sich da auch was bewegt. Die kann man aus einer leeren Teelichthülle bauen. Man nimmt als Unterlage ein Päckchen Papiertaschentücher, damit es weich ist. Und ein Bleistift, der darf nicht spitz sein, den muss man vorher gut abrubbeln, dass er möglichst stumpf ist. Und dann drückt man auf der weichen Unterlage mit dem Bleistift von innen nach außen ganz vorsichtig eine Delle mitten hinein in dieses Blechnäpfchen. Das Wichtigste ist, dass man kein Loch durch das Blech sticht. Dann ist das Blech kaputt, dann muss ich ein neues Teelichtblech nehmen und von vorne anfangen. Jetzt hoffe ich, dass ich es geschafft habe. Ja. Und jetzt möchte ich ja auch mal zeigen, wie das aussieht. So sieht es von außen aus und so sieht es von innen aus. Mitten rein eine kleine Kuhle gedrückt. Ja, jetzt wundert man sich natürlich, was das Ganze soll. Das Ganze wird noch weiter bearbeitet. Jetzt schneidet man die Turbinenschaufeln zurecht. Sehr praktisch ist, dass viele Teelichthüllen solche Markierungen haben. Die kann ich schon mal gleich nehmen, um in regelmäßigen Abständen vier Schnitte anzusetzen. Und dann nehme ich von jedem dieser Teile nochmal die Mitte und so erhalte ich ziemlich einfach acht gleich große Turbinenschaufeln. Damit die sich richtig drehen, ist der letzte Arbeitsschritt, die Turbine zurechtzubiegen, die Schaufeln. Natürlich ist wichtig, wie bei einer kleinen Windmühle, dass man die Schaufelchen alle in die gleiche Richtung biegt. Das geht ganz einfach, das Material ist ganz weich, ihr seht mit den Fingern. Und dann muss man diese Schaufel noch ein wenig schräg biegen, damit das Rädchen auch richtig hält. Jetzt ist dieses Objekt fertig und ich kann es vorsichtig auf die Spitze meines Solarturmes setzen. Dazu brauche ich eine ruhige Hand und einen ganz windstillen Ort und etwas Geduld. Und schon ist das Kraftwerk fertig. Jetzt wundert man sich natürlich, wieso soll das ein Kraftwerk sein? Die Funktion ist ziemlich einfach. Wenn man es auf eine sonnige Fensterbank stellt, die ich hier leider nicht habe, dann erwärmt sich das Papprohr in der Sonne. Die Luft im Papprohr wird warm und steigt nach oben. Die warme, nach oben strömende Luft saugt unten durch diese kleinen Löcher hier, die ich vorhin schon mal gezeigt habe, frische Luft an. Und so entsteht ein dauernder Luftstrom nach oben, wie in einem Kamin. Man nennt das auch Kamineffekt und der treibt die Turbine an.
Diese Turbine ist so empfindlich, dass ich an sonnenlosen und kühlen Tagen sogar meine Handwärme benutzen kann. Wenn ich ein paar Sekunden warte, dann wird das Rädchen durch die Wärme meiner Hände schneller. Selbst das reicht, um die Turbine anzutreiben. Jetzt läuft sie noch sehr langsam, in der Sonne wäre sie natürlich viel schneller. Ein weiterer Trick wäre natürlich, wenn ihr das zu Hause baut, die Papprolle schwarz anzumalen. Dann nimmt sie natürlich noch wesentlich mehr Sonnenwärme auf, als wenn sie so hellgrau ist. Tschüss. Kannst anfangen. Ja, zum Schluss noch ein paar Worte zu diesem Kraftwerkstyp. Man nennt es auch Aufwindkraftwerk. Diese Kraftwerke gibt es wirklich. Es gab eine Versuchsanlage in Spanien, die allerdings schon 1989 durch einen Sturm zerstört wurde. Sie hatte um den Kamin herum, der war fast 200 Meter hoch, so eine Gewächshausfläche angebracht, unter der sich dann noch mehr Sonnenwärme sammeln konnte und konnte eine Spitzenleistung bringen von 50 Kilowatt. Das ist etwa so viel, wie der Motor eines kleinen Autos leisten kann. Immerhin. Heute gibt es noch seit dem Jahr 2010 ein einziges Aufwindkraftwerk in China. Weitere sind zurzeit nicht bekannt. Und ob jemals mehrere gebaut werden, ist leider ungewiss. Ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren mit eurem Mini-Kraftwerk und sage Tschüss!